Vielen Dank, Hanno Löwy, für die Einführung. Ich vermute, ich bin zu hören. Wir sind ja in familiärer Runde hier beisammen. Ich freue mich sehr, hier zum ersten Mal in Hohenems zu sein. Katrin Pieper war, wie gesagt, schon mal da. Und wir haben den kleinen Abstecher sehr spontan, terminlich sehr flexibel hierher sehr gerne getan, weil wir beide schon lange im Museumsfeld aktiv sind und das Jüdische Museum Hohenems auch jenseits der Thematik jüdischer Geschichte einfach sehr schätzen für konzeptionelle Anstöße ans Ausstellen, ans Sammeln etc. Und insofern waren wir sehr erfreut, hier gefragt zu werden und kommen allerdings aus gerade einer Ausstellungseröffnung. Vor 2 Wochen hat das Museum Friedland eröffnet. Das ist ein Museum in einem Grenzdurchgangslager, in einem Flüchtlingslager bei Göttingen in der Mitte von Deutschland, das wir beide mit einem Team in den letzten Jahren konzipiert und realisiert haben. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, darauf werden wir am Ende kommen. Unmittelbar hat es damit zu tun, dass wir unsere Vorbereitung jetzt auch etwas spontan und improvisiert gehalten haben. Also auch das wird experimentell werden. Ich bitte dafür jetzt schon um Verständnis. Im Grunde genommen beginnt unser Beitrag wie ein schlechter Witz. Nicht nur mit dieser Vorrede eben, sondern eigentlich auch mit der Situation. Treffen sich 2 Museumsleute im Jüdischen Museum Hohenems. Die eine hat einen, wie gehört, Hintergrund in der Arbeit im Jüdischen Museum, Volontariat im Jüdischen Museum in Fürth, eine Doktorarbeit über das Jüdische Museum in Berlin im Vergleich zum Holocaust Memorial Museum in Washington. Der andere, das bin in dem Fall ich, hat einen Hintergrund in Migrationsstudien, das über vergleichende Studien von Migrationsmuseen in den USA, Kanada und Australien. Und wir arbeiten beide eben auch im Ausstellungsbereich jetzt verstärkt auch zu den Themen Migration, aktuelle Prozesse, vielfältige, pluralisierte Gesellschaft. Es entspinnt sich entlang vielleicht unserer Hintergründe, unserer Kompetenzen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ein Gespräch über die Musealisierung des Jüdischen bzw. der Migration, einige Analogien, Unterschiede, Verbindungen, einige lose Gedanken, erste Beobachtungen, auch und gerade hoffentlich vielleicht auch als Anstoß für ein Gespräch, das wir dann hier gemeinsam führen können. In gewisser Weise steht die schwierige, auch tatsächlich konzeptionell schwierige Frage von wir und die anderen, die, wie wir gerade gesehen haben, sich als ja, Leitfragen durch die Dauerausstellung hier im Jüdischen Museum zieht und auch ja dieser einen Veranstaltungsreihe den Titel gegeben hat. Also wir und die anderen, das steht dabei immer in gewisser Weise im Hintergrund, beziehungsweise eigentlich stärker noch die Frage, wer sind wir, wer sind die anderen oder vielleicht besser auch, was ist wir, was ist das, die anderen in einer Gesellschaft, in der sich im Übrigen nicht nur durch Migration induziert, diese bipolare Konstellation von wir und die anderen ja in immer mehr Wirs und in immer andere aufzulösen scheint und eine Gesellschaft auch, in der nicht zuletzt deshalb vielleicht auch immer neue Wirs entstehen oder beschwört werden, oft gegen neue oder auch alte oder immer wieder gleiche oder in immer wieder anderen Erscheinungen auftretende andere. Die Verbindung von Migration und Jüdischem in Museen oder auch außerhalb von jüdischer Geschichte und Gegenwart sind dabei natürlich äußerst vielfältig und vielschichtig. Ich möchte nur einige Dimensionen vielleicht kurz skizzieren. Es gibt natürlich Jüdinnen und Juden, die eine eigene oder eine familiäre Migrationsgeschichte haben. Und zwar das seit dem Mittelalter, man kann es hier in der Ausstellung lernen, in der frühen Neuzeit, im 19. Jahrhundert, denken Sie an die Auswanderungswellen in die USA oder auch die globalen Netzwerke, die sich durch nahräumliche und weiträumliche Migrationen ergeben haben. Die Vertreibung im 20. Jahrhundert, aber auch so etwas wie jüdische Zuwanderung in der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren, bei dem Stichwort gebe ich vielleicht kurz zu bekennen, dass wir uns mit der österreichischen Situation praktisch überhaupt nicht auskennen. Insofern, wenn wir über den deutschsprachigen Raum sprechen, ganz stark vom, natürlich vom deutschen Diskurs in der Situation geprägt sind, vielleicht sogar eher noch einen Blick nach Übersee haben.
Das bitte ich also auch schon, weil Sie vielleicht sich da verallgemeinern oder vereinnahmende Statements treffen sollte. Wir beide bitte ich das auch jetzt schon zu entschuldigen. Also jüdische Zuwanderung bis heute, das ist eine Dimension. Man kann auf der anderen Seite natürlich auch so ausgehen, Migrantinnen, Migranten können natürlich jüdisch sein, was Einfluss haben kann auf Entwicklungen, Tendenzen, Transformationen jüdischer Religion, jüdischer Kultur. Das Traveling Cultures, also diese ständige Veränderung von Kulturen, auch von Religionen, kann eben auch durch Migrantinnen und Migranten in Gesellschaften induziert sein. Dritte Dimension, Jüdinnen und Juden werden diskursiv gelegentlich migrantisiert, zum Beispiel im antisemitischen Stereotyp des wandernden Juden als vaterlandslose, heimatlose Gesellen sozusagen auch zu ewigen Migrantinnen und Migranten gemacht, ganz abgesehen davon, ob sie vielleicht immer schon individuell oder auch als Communities sesshaft waren. Migration und Judentum oder jüdische Geschichte, Gegenwart stehen im Diskurs, zum Teil vielleicht auch in politischen Rahmen, vielfach, das wäre eine vierte Dimension, quer zu dem wahrscheinlich prägendsten Rahmen oder Frame der Moderne, nämlich der Nation, so wird es häufig diskutiert, könnte man auch lange darüber sprechen. Es gibt aber auch viel praktischere Überschneidungen, Überlagerungen zwischen Migration und einem jüdischen Museum etwa, in dem zweifellos, das wird für Hohenems genauso gelten wie für Berlin, wo wir leben, die Zielgruppen, die Besucherschaft tendenziell migrantischer wird, wo eben auch Museen, und das gilt für alle, damit aber eben auch für jüdische Museen, im Blick auf die Entwicklung ihrer Besucherschaft möglicherweise hier reagieren müssen. Andere Dimension könnte sein, die Frage, viel diskutiert, wir werden daran heute allerdings kaum rühren, welche Rolle spielt die Holocaust? Erinnerung in einer Migrationsgesellschaft, kann sie weiterhin, wie es zumindest im deutschen Kontext, ich vermute in dem Fall auch im österreichischen Kontext, sozusagen negative Identifikation stiften, ganz prägend sein für alle aktuellen Debatten, würde ich sagen, wenn viele Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, keine lange familiäre, lokale Bindung zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust mehr haben. Oder aber nochmal anders gefragt, wie stellen sich Museen, speziell jüdische Museen, das könnte aber auch für andere gelten, Phänomenen wie neuem Antisemitismus, was in Migrationsgesellschaften möglicherweise ein Thema sein kann, ohne zu sagen, dass, das möchte ich gleich sagen, Migrantinnen und Migranten in irgendeiner Form antisemitischer wären als die sesshafte, lokale, autochthone Bevölkerung. Ich will nur sagen, es gibt unglaublich viele Debatten, die man an der Schnittstelle von Migration und jüdischer Kultur, Geschichte, Gegenwart diskutieren könnte. Wir wollen nur ganz wenige ansprechen und versuchen dabei ganz nahe an unserem eigenen Berufs- und Praxisfeld im Museum zu bleiben und in gewisser Weise auch schematisch oder strukturell versuchen, diese Frage anzugehen, wenn man auf das eine blickt, nämlich zum Beispiel die Entstehung jüdischer Museen oder ihre Traditionen, ihre Praktiken, ihre Entwicklungen. Was kann man dann vielleicht auch über dieses neue Feld der Migrationsmusealisierung lernen und umgekehrt? Also lässt sich sozusagen in dieser Engführung von jüdischen Museen und Museen der Migration irgendetwas erkennen und eine Diskussion auch in der Museumslandschaft vielleicht weiterführen. Wir landen dann am Ende irgendwann bei diesem bereits erwähnten aktuellen Projekt, dem Museum Friedland, weil auch da kleinere Aspekte von jüdischer Migration oder Migration von Jüdinnen und Juden eine Rolle spielen und da wollen wir Ihnen einfach auch einige kleine Einblicke geben. Beginnen wollen wir jetzt aber, wie es sich gehört, am Anfang mit Initiativen und Ursprüngen und weil wir hier im Jüdischen Museum Hohenems sind, mit Initiativen, Ursprüngen von jüdischen Museen. Ja, schaut man sich den Entstehungskontext jüdischer Museen oder Ausstellungen zur jüdischen Geschichte und Kultur an, dann muss man vielleicht vorab einmal sagen, dass es an sich sehr hybride Einheiten, Institutionen sind, ganz
unterschiedlich eben jüdische Museen bezüglich ihres institutionellen Rahmens oder ihres Status, auch ihres reflektorischen Potenzials und ihrer Positionierung in der Museumslandschaft. Also es gibt in etwa jüdische Abteilungen in Stadtmuseen, es gibt jüdische Museen als Abteilungen in Landesmuseen, wie zum Beispiel das Jüdische Museum Rendsburg. Es gibt dann Stadtmuseen, also jüdische Abteilungen, die quasi den Stadtmuseen wiederum entwachsen sind. Ein ganz bekanntes Beispiel ist das Jüdische Museum Berlin, was eben erst als eine Abteilung geplant war und dann quasi Eigenleben bekommen hat. Es gibt kleinere regionale Projekte in ehemaligen Synagogen. Es gibt regionale jüdische Museen und jüdische Museen in städtischen Zentren. Die Initiativen, Jüdisches auszustellen, was dann eben zum Teil in selbstständigen jüdischen Museen mündet, diese Initiativen können zumeist zeitlich so in den frühen 80er, Mitte der 80er Jahre verortet werden und gründen durchweg auf einer intensiven Auseinandersetzung mit der deutschen NS-Geschichte. Es gibt auch davor viele kleinere lokale Initiativen, allerdings fanden die nie wirklich eine größere öffentliche Aufmerksamkeit oder ein politisches Interesse vielleicht. Das wird dann erst in einem geschichtspolitischen Klima erreicht, in dessen Zentrum dann wirklich also die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust steht. Insofern entspringen die meisten Initiativen für jüdische Museen und dann auch